Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier wieder zu Minecraft Medieval, hier in unserer kleinen, aber feinen Höhle. Ich habe hier auf jeden Fall mal ein bisschen weiter ausgegraben. Alles in Vorbereitung für die heutige Folge. Und ich glaube, ich habe hier nicht genug ausgeleuchtet. Das werde ich mal schnell nachholen. Okay. Müsste eigentlich überall was sein. So, was haben wir denn von dem gekriegten Enchantment Book mit Friends Sight? Ah, wenn ich weniger als die Hälfte meines Lebens habe, ist mein Attack Speed schneller. Und Widen Wing. Okay. Ja, jedenfalls habe ich hier so die Mitte der Halle mal ausgehoben für unsere Town Hall, für unser Rathaus, und ich habe hier auch noch für ein zweites Gebäude etwas ausgehoben. Die Sachen habe ich hier oben, ich esse noch mal schnell was, extra vorbereitet, das was wir jetzt brauchen. Die Town Hall, die haben wir ja das letzte Mal geholt im Supply Camp. Dann habe ich noch den Builders Hut gebaut. Auch ganz einfach. Einfach nur ein paar Planks, eine Tür und das Build Tool. Und ich habe auch gleich noch eine Farm mitgebaut. Auch ein paar Planks, eine Hoe und das Building Tool. Das Clipboard auch ganz ja, wichtig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber schon sinnvoll, meiner Meinung nach. Zeige ich euch dann gleich, was es damit auf sich hat. Aber hier schon mal, wie es gebaut wird, auch ganz einfach ein Leder, ein paar Stöcke. Das war's. Und da wollen wir jetzt doch mal die Town Hall schon mal in die Mitte setzen, damit wir schon mal unsere ersten Siedler kriegen. Wir nehmen natürlich das Cave. Drehen uns das so, dass der Eingang, also das ist der Builder, die Town Hall, genau. So, im Cave drehen uns den Eingang nach vorn. Und jetzt habe ich das so platziert, dass am Rand überall eins frei ist. Maximale Höhe habe ich jetzt nicht freigehalten, sage ich mal. Ich hoffe, das ist kein Problem, weil ja, höher geht es ja nicht. Aber das wird dann quasi unsere Town Hall. Also jedenfalls bei der Stufe 1 wird die Town Hall nicht höher. Ist auch nicht viel drinne. Hier ein paar Stufen. Ein Bett. Hier der Block, wo dann alles verwaltet wird. Ein paar Fackeln. Genau. Und das wollen wir doch mal platzieren. Start your colony. So, und da können wir jetzt eine neue Kolonie gründen. So, und das wäre, ja, jetzt unsere Town Hall. Hier eine Absperrung für, also das ist dann der Bereich, wo die Town Hall entsteht. Dann können wir unsere Kolonie noch umbenennen. Da könnt ihr dann
wenn ihr Vorschläge habt, einfach mal was reinhauen. Und da haben wir schon unseren ersten Siedlern. Christian, herzlich willkommen. So, und da haben wir hier ein schönes, ja, ein schönes Blatt mit seinen ganzen Skills. Wenn er irgendwas in der Request, sein Inventar, seine Happiness. Also da ist wirklich alles dabei. Hunger. Und deswegen habe ich auch die Farm nämlich gleich gemacht, damit wir da auch schon was haben. Gut, er hat halt nichts, hat halt noch kein Haus, nichts zum Schlafen. Ja, Familie hat er natürlich auch noch nichts. Und er hat mir irgendwas zu sagen. Also, ja, die letzten 3 Tage hat er dann nie genug Zeit gehabt, schlafen zu gehen. Das ist interessant. Ist ja auch noch gar nicht so lange hier. So, oben auf der Karte seht ihr auch den weißen Rahmen. Das ist quasi der Bereich, der zu unserer Town Hall gehört, also zu unserem Dorf. Und da werde ich hier jetzt gleich erstmal den Bilder noch hinsetzen. Den habe ich natürlich auch alles so ausgehoben, dass das alles wunderschön passt. Mit einem Abstand nach hinten, da können wir dann hier vorne noch ein bisschen Deko reinmachen. Das ist dann quasi der Bilder, hat hier einen Ofen, eine Werkbank, ein paar Baublöcke. Genau. Aber bevor ich das jetzt bestätige, gehe ich nochmal in die Einstellungen rein. Und wir haben Robin, unsere erste Frau. Und zwar gehen wir hier nochmal in die Settings und machen das auf manuell. Einfach nur aus dem Grund, da kann ich raussuchen, wer wo wohnt, wer als was arbeitet. Genau. Dann haben wir nochmal eine Übersicht zu allen Einwohnern. Da haben wir jetzt einen Edgar auch neu dazu gekriegt. Permissions, wenn man das im Multiplayer spielt. Genau. Aber da können wir jetzt nochmal zurück zum Bilder gehen und den Bilder platzieren. Das passt so. Können jetzt hier drauf gehen und wir können jetzt hier unseren ersten Arbeiter einstellen. Und das ist quasi die Fähigkeit, die die brauchen. Das, was so, was grün hervorgehoben ist. Und da ist der Edgar gerade der Beste. Den wollen wir doch auch gleich mal einstellen. Und wenn wir jetzt hier auf Rico Worker gehen, sehen wir auch, der Edgar hat direkt tja, seine Arbeitskluft an. Aber so wie es aussieht, ist Nacht und nachts, ja, wollen die halt immer alle schlafen gehen. Ist auch verständlich wegen den Monstern und so. Und da wollen wir uns jetzt mal darum kümmern, dass der Edgar als erstes seinen Arbeitsplatz anfängt zu bilden. Hier ist auch eine Liste, was wir alles brauchen. Glass Pane, Cobblestone Torch. Genau. Kann er mal anfangen zu bauen. Da dürfte er auch gleich angerannt kommen. Genau, hier kommt er auch schon. Also, und das Clipboard muss ich natürlich noch auf die Town Hall binden. So. Jetzt im momentan ist das noch leer, aber hier stehen dann alle Requests von allen Einwohnern dann drinne. Kimora ist neu dazugekommen. Hallo, wie geht es dir? So, genau, da wollen wir jetzt mal schauen vor zum Edgar.
Da sehe ich auch schon ein Icon über seinem Kopf. Entweder könnt ihr halt mit ihm direkt reden oder hier habt ihr es ja auch, was er braucht. 1 bis 64 Cobblestone. Ja, Cobblestone haben wir genug. Mehr als genug. So. Kannst du mal zum Bauen verwenden. Einen Ofen brauchte er ja auch. Den werde ich ihm mal schnell craften. So, was braucht er denn jetzt? Genau, jetzt will er seinen Ofen haben. Bitte schön. Ein paar Oak Planks. Da habe ich das letzte Mal, also zwischen den Folgen schon mal was vorbereitet. Und zwar, wo sind sie? Ich habe ein bisschen Oak gefarmt. Was er aber auf jeden Fall auch noch braucht, ist eine Werkbank. Die werden wir eben mal. Ja, gut, weiß ich nicht, ob er die auch nehmen kann. Deswegen werde ich unsere hier einfach mal schnell austauschen. Und ihm quasi. Ja. So, was er braucht, sind 4 Logs. Dann braucht er ein bis zwei Stairs. Haben wir. Glasspane. Da muss ich den Sand noch von unten holen, um ihn einzuschmelzen. So, Oak Fence. Okay, anscheinend ist es hier nicht hell genug. Wow. Okay. Das ist natürlich suboptimal. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Also ich habe mal schnell mir meine Sachen wiedergeholt. Ich habe auch mal dabei, wie hier alles machen, auf Peaceful gestellt. Einfach nur, weil ich jetzt A nicht genau weiß, wo die gespawnt sind, weil hier ist ja theoretisch auch noch dunkel, weil hier ja noch nichts gebaut ist. Ja, und einfach nur wegen unseren Arbeitern, dass da nichts passiert. Aber da stellen wir hier jetzt mal schnell einen neuen ein, einen Aiden. Den holen wir auch direkt hierher. Genau, da will er auch schon anfangen, hier zu bauen. Braucht jetzt die Fences. Robin, geh mal kurz aus dem Weg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das genug waren, aber ich gebe ihm einfach mal alles, was ich jetzt hier habe. So. Oak Planks braucht er. Wie viel braucht er denn davon? 5 Stück. Die kann er natürlich kriegen. Ja, ich leg die dem. Ja, genau. Ich leg die dem hier hin. So. 4 Oak Fence braucht er noch. Bekommt er natürlich. 35 Cobblestone. Hab ich ihm nicht eigentlich genug gegeben?
Aber gut, ich kann dir auch noch mehr geben. Na, bitteschön. So. Oxlab. 18 Torches. Zwei Oak Doors, die müssten wir oben haben. Genau, ich mache jetzt erstmal schnell die Slabs. So, dann braucht er noch die Doors, zwei Racks und fünf Glass Pane. Dann nehmen wir uns mal den Sand mit. Ja, okay, also wenn Christian da unten rumrennt, dann ja. So, lassen wir das mal schnell brennen. Für das Shrek, weiß ich schon, brauchen wir Eisennuggets. So, und dann mache ich gleich mal ein bisschen mehr davon. Dann waren das Oak Doors, die kann er kriegen. Und Claspain. Wollen wir natürlich alles geben. Du kriegst alles von mir, alles, was du brauchst. Die Doors, die Panes. Rex. Ja, das war's. Ja, komm. Oh, jetzt habe ich das selber wieder aufgesammelt. Ah nein, das hat er. Genau, aber es ist Nacht, deswegen gehe ich auch mal schnell wieder schlafen. Und dann sollte er auch gleich weitermachen. Ich frage mich, wer da oben ist. Oder was da oben ist. Nichts offenbar. Okay. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie viel Zeit er sich noch lässt, hier alles zu bauen. Müsste ja alles haben. So, die Tür hat er gesetzt. Platziert fleißig Blöcke. So, bleibt man mal hier stehen auf dem Fence, weil da wird nichts mehr hingebaut. Und schauen ihm mal zu, wie er das so fertigstellt. Tja, schön machst du das. Da kommt das Glas. Ja, das will ich dir auch geraten haben. So. Genau, noch eine Schicht obendrauf, dann ist es von der Höhe fertig. Jedenfalls die erste Stufe. Ich überlege, vielleicht mache ich hier auch noch einen Gang hinter.
Einfach auch wegen dem einen Fenster, das hat ja so auch gar keinen Nutzen. Okay, jetzt ist er bei den Fackeln. Die Fackeln sind immer das Letzte am Gebäude, was gesetzt wird. Und damit haben wir das erste Gebäude fertiggestellt. Build a Builder Building. Sehr schön. So, da wollen wir doch mal schauen, was hier vorne jetzt so abgeht. Und wollen mal das in Auftrag geben. Da brauchen wir auch wieder ein paar Glas Paints, Torches, ein Bett. Aber das sollte machbar sein, denke ich. So, worum ich mich aber in der Zwischenzeit kümmere. Also klar, dass er hier von allem genug hat. Zum Beispiel Glass Panes braucht er ja noch ein paar. Und bestimmt auch Cobblestone. So. Machen wir da mal ein paar. Okay. Er sagt mir noch nicht, was er braucht. Aber das Gute ist, ich kann ihm die Sachen jetzt auch hier reinlegen. So. Ein paar Oak Planks braucht er noch. Da, bitteschön. Brauchst du etwa nicht mehr? Hast du alles? Eigentlich brauche ich ja noch ein paar Fackeln oder etwa nicht? Aha. Okay, noch ein paar Torches, Oak Stairs. Also da werde ich mich jetzt mal dran setzen, dass er auf jeden Fall alles da hat. Und da sehen wir uns gleich wieder. Okay, während Aiden unsere Town Hall Stufe 1 fertigstellt, werde ich mal schon immer was ausheben für die Farm, damit wir immer schön versorgt bleiben mit Nahrung. So, und Freunde, ich habe jetzt hier mal nicht alles ausgehoben, einfach nur, weil ich probieren möchte, ob der Builder das auch selber abbauen kann oder ob das wirklich freie Fläche sein muss. Deswegen, ich habe das jetzt hier mal so hinplatziert, hier mit einem Zweierweg dazwischen. Nicht wundern, das zeigt jetzt hier quasi die vierte, die letzte, die fünfte Ausbaustufe an, damit ich quasi jetzt sehe, wie groß das ist und dass sich das nicht mit dem in die Quere kommt. Aber das passt, das weiß ich schon. So, jedenfalls probiere ich jetzt mal, ob ich das hier platzieren kann. Und ich kann es tatsächlich platzieren. Und werde das dann auch in die Building-Optionen geben, dass es dann anfangen kann. Aber er ist hier jetzt noch nicht fertig, weil jetzt die ganze Zeit Nacht war. Und nachts, ja, arbeiten die natürlich nie. Deswegen gehe ich jetzt nochmal schlafen, damit die Town Hall fertiggestellt werden kann.
Genau, fehlen ja bloß noch die Fackeln hier, so wie es aussieht. Und da haben wir unsere Town Hall fertig. Sehr schön. So, jetzt läuft er nach vorn. Er wird bestimmt eine Spitzhacke brauchen dann. So, jetzt fängt er an, bei der Farm zu arbeiten. Und er braucht genau eine Pickaxe. Da kann man hier dann auch drauf gehen, mehr Details, weil ja, braucht natürlich ein bestimmtes Level, und zwar maximal Level Stone. Weil ja, hat einfach noch kein Skill höherwertigerer zu benutzen. Aber dann mache ich ihm gleich mal zwei Stück. Die lege ich ihm hier rein. Da wird er wahrscheinlich gleich anfangen, alles abzubauen. Genau, wunderschön. Ich meine, dauert zwar länger, wie wenn ich es mache, aber ja. Egal. Das soll uns ja nicht weiter stören. Aber ich mache mir trotzdem mal neue Spitzhacken für mich und werde ihm ein wenig helfen. Dann nehme ich mir einfach mal ein bisschen Platinum mit runter. Haben wir ja genug. Und werde einfach mit abbauen. Weil gerade eben auch hier vorne die Wand wird er nicht wegsetzen, weil die ist ja nicht im Weg. Deswegen mache ich die weg. Na, lauf mir mal nee, den Weg nicht, dass ich dich noch schlage. Willst du geschlagen werden? So, Fackel setze ich dahin. Erstmal. Ah, jetzt fängt er ordentlich an abzubauen. Okay, ich werde jetzt schon eins breiter gehen, als es eigentlich ist. Werde die Fackel da reinsetzen. So. Und die Fackel werde ich da hinsetzen. Die Höhe wollte ich, dass die ungefähr gleich bleibt. Was? Kannst du mal bitte nicht 100 Sachen durcheinander sagen? So, dann mache ich hier den Block, tausche ich auch gleich nochmal aus. Kümmere mich um den Weg hier dazwischen, dass der angepasst wird. So, die Erze wird er hoffentlich auch alle dann in das Inventar packen. So. Aber ich werde ihm, denke ich mal, trotzdem beim Abbauen helfen. Einfach damit es schneller geht. So, denn den Weg habe ich jetzt fertig. Versuche ich mir am besten mal hier einen Weg nach oben. Genau, und fange jetzt hier schön an abzubauen. Ich weiß nicht, ob ich noch höher muss, aber ich vermute mal nicht, weil er hat ja hier angefangen abzubauen.
Also das ist halt auch das Gute. Ihr könnt halt auch den Arbeitern einfach nebenbei helfen. Das stört die gar nicht. Die machen einfach ihr Ding weiter und gehen dann halt zum nächsten Block. So, aber liebe Freunde, mit dieser Baustelle hier möchte ich dieses Video jetzt auch beenden. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall noch eine Weile weiterarbeiten lassen und werde mich derweil in der Zwischenzeit drum kümmern, ja, dass für die nächsten Bewohner auf jeden Fall auch was vorbereitet wird in der nächsten Folge. Und ja, dann schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein, seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao.